Was können und sollten Unternehmen heute tun, um den digitalen Zug in der Zukunft nicht mehr zu verpassen? Tja, wenn ich das nur wüsste, dann würde ich es ja wahrscheinlich sagen oder vielleicht auch gar nicht sagen. Aber Fakt ist natürlich, dass wir mit der Digitalität in unseren Lebensbereichen immer mehr Veränderungen erfahren werden. Und es gibt halt ein massives Motiv, warum das so sein wird. Denn Digitalität erzeugt immer mehr Produktivität und auch immer mehr Effizienz. Jedenfalls nehmen wir das subjektiv so wahr, auch wenn es objektiv häufig meistens nicht so ist. Und deswegen sind wir hier auch immer sehr bedacht, Digitalität an uns heranzulassen, weil es triggert unsere Bequemlichkeit an, so wie wir das kennen, wenn wir mit dem iPad oder mit dem Rechner oder anderen Tablets auf unseren Sofas zu Hause sitzen und digitale Medien konsumieren. Für die Wirtschaft wird das Thema E-Commerce sicherlich noch ein großes Thema in den nächsten Jahren werden. Das wird unser Kaufverhalten insgesamt weiter beeinflussen, aber auch hier muss man sicherlich keine Angst haben. Der digitale Handel wird den stationären Handel nicht verdrängen, sondern wir sehen schon, dass in den letzten Jahren hier auch eine gewisse Stagnation des E-Commerce-Handels in bestimmten Branchen stattfindet und eben nicht diese exorbitanten Zuwachsraten zu erkennen sind. Das heißt also, wir werden uns sowohl mit der digitalen Commerce als auch mit der nicht digitalen Commerce-Welt weiter in Zukunft gleichermaßen beschäftigen. Und das beruhigt mich sehr, weil da kann man sich einfach auch locker zurücklehnen und sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem E-Commerce, aber es wird uns nicht ersetzen. Ganz wichtig wird in den nächsten Jahren werden, inwieweit Unternehmen ihre Servicebereitschaft weiterentwickeln. Denn durch die digitale Kommerzialisierung von Handel und Produkte und Dienstleistungsverkäufen haben wir natürlich viel mehr Tempo und viel mehr Reichweite zu unseren Kunden, zu unseren Interessenten bekommen. Und die möchten nicht nur schnell ein Produkt kaufen, sondern sie möchten auch schnell Service haben, wenn dies nicht funktioniert. Und in meinem eigenen Bereich ist es auch so, wenn ich bei Amazon.de etwas eingekauft habe, da kommt ein Produkt, das funktioniert nicht so richtig. Dann müssen sie sich erst einloggen, sie müssen die Scheine ausdrucken für den Rückversand, sie müssen es wieder einpacken, sie müssen es zur Post bringen. Ganz ehrlich, die Zeit, die ich dafür verbringe, verbringe ich mittlerweile viel lieber wieder im Kaufhaus, weil da geht es einfach viel schneller. Und wenn da etwas nicht funktioniert, ist da eine Person, die mir da helfen kann. Drittens ist das Thema Big Data natürlich Running-Thema. Denn das Datensammeln gerade im Internet ist so einfach geworden mittlerweile. Da lassen Geheimdienste natürlich auch grüßen, aber nichtsdestotrotz auch für Unternehmen ist es sehr einfach geworden. Was uns hier beschäftigt, ist das Thema, wie gehe ich jetzt eigentlich mit diesen Daten konstruktiv um. Und was wir heute beobachten, ist, dass die meisten Unternehmen keine Fähigkeiten haben und keine Kompetenzen haben und auch keine Technologien haben, wie sie diese Massen von Daten wertschöpfend in ihre Arbeitsprozesse integrieren sollen. Das wird ein Thema sein, das wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen.